Hallo ihr Lieben, ich bin Sophia und ich bin Samantha von Richtig Deutsch Sprechen. Zusammen helfen wir euch, Deutsch besser zu sprechen, zu lernen und zu verstehen. Mein Name ist Sophia, ich bin Ärztin und lebe seit 7 Jahren in Deutschland. Ursprünglich komme ich aus Spanien. Seitdem ich hier in Deutschland bin, erlebe ich viele Abenteuer, viel Schönes, Überraschendes, unglaublich viel Neues und manchmal gerate ich auch in Situationen, die ich so nicht kannte und an die ich mich erst noch gewöhnen muss. Kulturschocks inklusive und auch die ein oder andere nicht so schöne Situation. Aber so ist das Leben eben. Ich nehme euch ab jetzt jeden Monat mit auf meine Reise und unterstütze euch dabei mit meiner Hilfe und mit meiner Erfahrung und meinen Geschichten in Deutschland anzukommen, euch beim Deutschsprechen wohlzufühlen, mehr Motivation zum Deutschlernen zu haben und Deutsch natürlich auch besser zu verstehen. Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Deutschlernreise. Kommst du mit? Bist du dabei? Sophia ist die Darstellerin meiner neuen Serie. Eine Serie nur für euch als Deutschlernende. Die neue Serie für euch heißt Sophia in Deutschland. Sophia in Deutschland soll eine bekannte Deutschlernserie werden und gemeinsam mit euch wachsen. Sophia lernt wie ihr Deutsch und ist in den Jahren, in denen sie in Deutschland gelebt und sich integriert hat, an viele Grenzen gestoßen und musste sich immer wieder neu motivieren. Sie war wegen Deutsch und der deutschen Sprache im Allgemeinen oft sehr gestresst, frustriert und oft hat sie sich auch ziemlich allein gefühlt. Um ihre Ziele zu erreichen, musste sie immer wieder ihre Komfortzone verlassen. Beim Deutschlernen am Ball bleiben und auch in schwierigen Situationen nicht den Mut verlieren. Als sie nach Deutschland kam, wollte sie unbedingt einen guten Job finden, finanziell unabhängig sein, Freundschaften mit Deutschen knüpfen, Deutsch sehr gut sprechen, also fließend, deutlich, verständlich. Und überhaupt in der deutschen Gesellschaft richtig ankommen. Sophia soll ab jetzt eure Wegbegleiterin, Freundin, Leidensgenossin, Motivatorin und auch Inspiratorin sein. Wozu eine Serie? In den letzten Jahren und Monaten wollte ich immer wieder andere bekannte Serien für euch nutzen, um sie im Hinblick auf ihre Aussprache zu analysieren oder eben auch zu nutzen, damit ihr fließender sprechen könnt, nachsprechen könnt. Doch rechtlich gesehen gestaltet sich das immer ziemlich schwierig. Darum dachte ich mir, warum nicht einfach selbst eine TV-Serie entwickeln? Gemeinsam mit euch darf Sophia viele neue Abenteuer erleben, euch ihre Geschichten erzählen, die vielleicht auch ihr erlebt habt, euch immer wieder neu motivieren und inspirieren. Die erste Folge ist schon erschienen, seht sie euch sehr gerne an. Ich habe dazu viele liebe Kommentare und Nachrichten von euch erhalten und es freut mich sehr, dass bereits die erste Folge euch so gut gefällt. Gerade im Hinblick auf Sophias Geschichten möchte ich eure persönlichen Geschichten kennenlernen, erfahren, was ihr in Deutschland erlebt habt, was positiv war, was vielleicht nicht ganz so schön war, welche Hürden ihr auf eurem Weg in Deutschland nehmen musstet, wie ihr Deutsch gelernt habt und einfach wissen, wie es euch erging und wie es euch geht. Ich freue mich so sehr, wenn ihr eure Geschichte oder auch gerne mehrere Geschichten mit mir teilt. Dazu habe ich eine E-Mail-Adresse eingerichtet, sophialerntdeutsch@gmail.com. Und ihr könnt mir sehr gerne aus eurem Leben erzählen und ich werde aus euren Geschichten Geschichten mit Sophia kreieren, sie weiterentwickeln, selbstverständlich alles unter dem Namen Sophia. Es muss keine lange Geschichte sein. Es reicht eine E-Mail mit einer Situation, die ihr erlebt habt, als ihr nach Deutschland gekommen seid oder schon länger in Deutschland gelebt habt. Und in der ihr mir ein bisschen erzählt, wie ihr euch gefühlt habt und was genau passiert ist. Und vielleicht auch, wie ihr eine Lösung gefunden habt oder was sich bei euch positiv entwickelt hat. Mein Ziel ist es, mindestens jeden Monat eine Folge für euch auf YouTube zu veröffentlichen
und je nachdem, wie euch die Serie gefällt, auch mehr Folgen. Eine Folge wird circa 5 bis 10 Minuten dauern. Deine und eure persönlichen Geschichten könnt ihr mir sehr gerne hier schicken. sophialerntdeutsch@gmail.com. Schreibt uns eure kleinen oder großen Geschichten auch sehr gerne hier unten in die Kommentare. Wir freuen uns sehr darauf. Tausend Dank, dass ihr Teil unserer Deutschlern-Community seid, dass ihr mir folgt, dass ihr mit mir lernt. Vielen Dank an meine vielen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer bisher. Ich bin euch unglaublich dankbar und freue mich so, so sehr. Nur wegen euch existiert richtig Deutsch sprechen und nur wegen euch wird es richtig Deutsch sprechen weiterhin geben. Viele liebe Grüße, weiterhin viel Sprecherfolg und eine herzliche Umarmung. Eure Samantha.